Es ist keine übliche Kirche, die in der Nähe des Checkpoint Charlie steht. Die Stahlkonstruktion des spanischen Künstlers Juan Garazabal erinnert an die einstige Bethlehemskirche, die bis vor rund 50 Jahren an diesem Ort stand. Das metallene Kunstwerk ist anhand der architektonischen Linien des von der SED gesprengten Vorgängerbaus entstanden. Allerdings wurde die Ausstellungsfläche am Bethlehemkirchplatz nur temporär beantragt. Nun läuft die Genehmigung ab und die Konstruktion soll weichen. Ulrich Schön Tube von der Gossener Mission, der für den Erhalt des Werks kämpft, versucht die Argumente der Bezirksstadträte nachzuvollziehen. Das eine ist die Frage, wie wird ein solches Kunstwerk finanziert? Das heißt, es hat ja Betriebskosten, bräuchte einen Anstrich. Und das ästhetische Argument ist des Stadtbezirkes, es würde quasi die Aura des Stadtbildes hier stören, weil Konkurrenzbeziehungen entstehen. Konkurrenz einmal zum Bodenmosaik und zweitens zur Skulptur von Klaas Oldenburg, die geschnürten Hausrat böhmischer Flüchtlinge darstellt. Zuständig für die metallene Kirche ist im Bezirk die Kunst am Baukommission unter der Leitung von Stadträtin Sabine Weißler, die auf Anfrage schriftlich mitteilte, sie habe lediglich eine Empfehlung für den Abbau der Konstruktion ausgesprochen. Wenn Herr Staatssekretär Schmitz nach Abwägung auch dieser Empfehlung zu der Auffassung gelangt, das Projekt sei für das Land Berlin von Bedeutung, kann er es an sich ziehen. Das heißt, er wird Herr des Verfahrens. Sprich, der Kulturstaatssekretär André Schmitz soll sich darum kümmern, wenn er denn will. Auch aus dessen Büro ist am Dienstag nur eine schriftliche Stellungnahme zu erhalten, in der es heißt, die Senatskulturverwaltung spricht sich für eine Verstetigung des Kunstwerkes aus. Der Beratungsausschuss Kunst hat deshalb den zuständigen Bezirk gebeten, die Möglichkeit einer dauerhaften Installation zu prüfen. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, ob am Bethlehemkirchplatz auch weiterhin eine Bethlehemskirche steht. Darf, selbst wenn diese nur aus Stahl besteht.